an die Y-Generation. Ja, die gibt es, die Y-Generation. Das sind die zwischen 15 und 35, die uns täglich bei YouTube die Welt, Islam, Wirtschaft und Politik erklären. Hier, den Bundestag zum Beispiel gibt es seit 2015, ein Jahr somit bei Facebook. Bundestag, ja, der Bundestag. Die Damen und Herren, die uns da einen erklären, die zwischen 50 und 70, Frau Merkel ist ja auch 60, dann frage ich mich, die Politiker sind zwischen 50 und 70, gehören einer Organisation, einer politischen Vereinigung, seit 150 Jahren die SPD und die CDU seit 70 Jahren. Ist eine Tochter mit bei, die CSU. Meine Kunden hier möchten gern die CSU wählen. Nur sind wir hier in Nordrhein-Westfalen. Geht nicht. In Nordrhein-Westfalen können wir die Bayern nicht wählen. Die CSU geht nicht. Ja, dann die AfD? Fragezeichen. Welche Alternative? Was soll denn eine Alternative sein? Manchmal bin ich der Meinung, wir sind wirklich nicht in der Bananenrepublik, Überschrift Deutschland. Wir sind wirklich im Kosmos, im Universum, bei Star Wars und Co. Ja, so ungefähr. Die imperialen Truppen, Frau Merkel und Co. Die Rebellen, AfD und Co. Und wir mittendrin. Wir mittendrin. Ja, meine lieben Damen und Herren, meine lieben Freunde, meine Y-Generation, Y-Generation weltweit, Studierende, Schüler, Praktikanten zwischen 15 und 35. Wenn 15 bis 35 uns den Islam erklären, die Flüchtlingswelle erklären, die Politik erklären, frag ich mich, alter Mann, du hast 60 Jahre Lebenserfahrung, weit über 30 Jahre Berufserfahrung als Unternehmer. Du warst im Kostüm dabei für ein Kino, für ein Kaufhaus. Du warst Praktikant, du warst Volontär. Du hast also gearbeitet in der Welt der Medien, hast studiert, hast dir sogar das Jura einverleibt, die polizeilichen Richtlinien. Ja, du warst Anwärter. Warst bei der Bundeswehr, bist also alt geworden. Sieht man ja. Ich bin alt geworden, 60 Jahre um mich herum. Meine Kunden sind auch jung, jünger, nee, alt, älter. Und auch sie sagen sich, sollen wir die CSU wählen? Sag ich, meine lieben Freunde, wir sind in Nordrhein-Westfalen, wir können keine CSU wählen. Das geht überhaupt nicht. Ich bin wirklich Foto-Filmmacher. Ich gehöre wirklich zur Industrie 4.0 bis hin zur Robotik. Das ist halt so. Ich gebe jetzt hier einen Code ein und während ich hier diesen Videoclip mache, verdient mein Computer für mich das Geld. So funktioniert Industrie 4.0. Eine E-Mail erscheint, wo drin eine Textur. In dieser Textur ist halt die Handlung der Arbeit und dann wird halt die Handlung für die Arbeit ausgeführt. Und danach sagt die Kasse, Dankeschön, so funktioniert Industrie 4.0 bis hin zur Robotik. Das heißt also, dass ich jetzt hier fröhlich in die Kamera sprechen kann und hinter mir würde in 20, 25 Jahren, okay, da bin ich ja noch älter, aber darum geht es jetzt nicht, hinter mir würde dann so eine Figur dann anfangen zu arbeiten. Ne? Oder die moderne Küche, da sind so zwei Roboterarme in der Küche. Und die fangen dann an zu arbeiten, zu schneiden, zu machen, zu... Und wenn der fertig ist, dieser Roboter, kann ich dann essen. Ja, so ungefähr ist Industrie 4.0 in der Y-Generation zu verstehen. Y-Generation, das sind junge Leute zwischen 15 und 35, die YouTube, Facebook... Mal so, Zeit. Dieser Videoclip wird natürlich kein Hit, ist klar. Ich, alter Mann, sitze vor dieser Kamera hier und spreche hinein in die Welt der Y-Generation. Generation. Y-Generation. Y soll heißen You. Ne? Young. Und so weiter. Keine Ahnung. Aber jeden Tag wird ja was Neues erfunden. So. 1966 hat man schon reichlich was gemacht. Da war man eigentlich schon 10 Jahre alt. Wahnsinn. Ne?
Ach, herrlich, dann könnt ihr ja ausreden, wie alt man jetzt ist, im Jahre 2016. Also, als alter Mann spricht man hier in diese Kamera und die Jugend schreibt unten drunter, so ein alter Mann spricht die Jugend, die Y-Generation an, zwischen 15 und 35. Der Bundestag, der tagtäglich über den Medien, auch über Facebook uns ein erklärt und auch die Videoclips von YouTube eines berühmten, bekannten, ich glaube 24 ist der junge Mann oder mittlerweile 27, hat immer so ein Käppi auf, heißt Le Fleur oder so ähnlich, ja, der uns dann auch tagtäglich die Regierung, das Recht, den Islam, den Christentum, die GEZ, ach, was der alles so drauf hat, was er uns alles so erklärt. Er sitzt sogar vor Frau Merkel. Ja, er spricht mit ihr. Und wir alten Menschen, ja, wir alten Menschen ab 50, 60, 70, 80, ja, hurra, wir sollen uns ja verbissen. Ne? Ist ja klar, uns vermisst ja keiner. Wir dürfen ja gar nicht mehr in diese Kamera sprechen. Denn keiner wird sich jetzt erdreisten, hier 1 Million Mal hier zu klicken. Ja, ist ja klar. Weil so dämlich kann ich ja gar nicht sein, dass ihr es toll finden würdet, wenn ich als alter Mann, ja, ich müsste in der Heute-Show auftreten, dann würde es vielleicht klappen, aber bei Extra 3. Ja, bei Extra 3 dürfen wir Alten auch mitmachen. Ja, da gibt es uns sogar als Volunteer oder als Praktikant. Noch nie gesehen. Wenn ihr extra, also wirklich, ich habe vorhin eine Autogrammkarte, ist jetzt kein Scherz, ich habe viele Autogrammkarten von früher, von Mario Adolf. Mario Adolf ist, glaube ich, circa 85 Jahre alt im Moment. Diese habe ich einem Jugendlichen gezeigt, sagte er zu mir, wer ist das denn? Mario Adolf, einer der bekanntesten und berühmtesten deutschen Schauspieler, sagt dieser junge Mann zwischen 15 und 35, Young Generation, Y-Generation, weltweit am Agieren, ein Riesenstar bei YouTube. Ja, er machte auch Kartoffelsalat. Der Film hieß so, Kartoffelsalat. Na, ist egal. Otto Walkes war auch dabei. Ja, so einer sagt dann, wer ist das denn? Kenn ich nicht. Man müsst ihr euch mal vorstellen, Mario Adolf, nur als Beispiel, als Autogrammkarte, ich habe viele davon, weil ich hatte ja das große Glück mit vielen, mal zu tun gehabt zu haben. Bin ein alter Mann. Bin ein alter YouTuber. Ja, YouTube war mal in Belgien stationiert. In Belgien kam es auf, diese Plattform, wo man dann seine Videos reinstellen konnte, auch bei Dailymotion, Kevego, ach, keine Ahnung, und du, die Community. Heute heißt alles Google Entertainment Plus von Sony, Samsung, LG, Bertelsmann war auch dazwischen, yeah. Kirchgruppe war davor. Oh Leute, also ihr jungen Leute zwischen 15 und 35, ihr wisst alles, ihr könnt alles, ihr seid die Besten, weil ihr seid ja 100% digital. Und so ein alter Sack, der hat alles schon erfunden 1966 und die erste Firma 1976 ins Leben gerufen, analog macht digital, war eine Qual, bis 1996. Denn bis 1996 hat jeder gelächelt, ey, was ist das denn, digital, wovon sprichst du da? Ja, aber 1996 standen hier plötzlich Fuji, Siemens, ja, Aqua, Kodak und diverse andere und fragten, hör mal, was machst du da, wie machst du das, was ist ein Blue Room, was ist eine Overlay-Karte, was ist ein Computerschnitt, hat man denen dann gezeigt, wie das ist, wie man Printmedien herstellt, wie man irgendwie was zusammen, ich muss es ja heute gar nicht mehr sagen, heute ist es gang und gäbe, bei Facebook sieht man das nur noch und die Y-Generation macht es ja auch nur noch. Sie hat ja nur noch digital. Sie denkt ja nur noch digital. Sie sieht ja nur noch digital. Sie spricht ja nur noch digital. Ja, ich bin jetzt ein analoger Mensch, denn das ist eine Stimme, versteht ihr? Keine Robotik. Das ist ein analoger Mensch, ein alter männlicher Mensch, der jetzt in diese Kamera spricht, die auch obendrein digital und nicht analog. Obwohl analog war gar nicht mal so schlecht, war nur umständlich. Man musste eine Kassette, ja, soll ich das wirklich sagen, Kassette? Ja, eine Kassette einlegen, die musste dann hin und her gefahren werden, punktgenau und dann aufgenommen, da musste man warten. Sogar das Schild Download oder Upload
Da konnten manche zur Toilette gehen oder eine Woche den Rechner laufen lassen, bis das dann Upload oder Download geschehen ist. Ja. Wie wir angefangen haben, überhaupt mit Computer umzugehen, hieß das, ich möchte eine Firma gründen, einen sogenannten Datenhighway mit Zuhilfenahme von Maschinen. Jeder hat einen angeguckt, knirps, du bist 10 Jahre alt, wovon sprichst du da? Ja, okay, man hat vielleicht zu viel Orion gesehen, zu viel Captain Kirk 1966, mag ja sein. Ja, dann war man mit 20 im Kino, da nannte sich einer Darth Vader Krieg der Sterne. Ja, heute heißt es Darth Vader and Star Wars. Yeah, ja, ist so. Ja, Star Wars ist jetzt 40 Jahre, hurra, und wird uns begleiten. Da bin ich vielleicht schon 85 und dann ist Star Wars immer noch. Ja, dann bin ich in der Kiste und wenn ich Glück habe, bin ich 100. Das schaffe ich nicht, kein Thema. Aber ihr, also willkommen im Zeitalter von Industrie 4.0 bis hin zur Robotik. Ja, also 1966 war ich dann involviert in der Industrie 1 bis 2, Krupp, Stahl, ARG, Siemens. Und dann kam Industrie 3.0, der Computer. Ja, da waren die, die ich soeben genannt, gar nicht mehr da, weil die waren schon alt und waren dann verstorben. So, jetzt ist unser eins alt. Ja, da fällt einem auf. Mit 60 war man, also als Kind, meiner einer als Kind, 10 Jahre alt, war hochgradig erfreut, wenn ein älterer Mann, 60 Jahre, dann die Welt der Arbeit, die Welt des Seins, die Politik, das allgemeine Wissen einem erklärt. Das geht natürlich heute nicht mehr, um Gottes Willen. Jetzt bin ich 60, jetzt steht so ein Knirps vor mir, so ein Dreikäse hoch, tritt mir so richtig voll gegens Bein und sagt, hör, du verklag mich doch. Ja. Und die Mundsprache, ne, ist ja auch allgegenwärtig. Und vor allen Dingen, ey, weißt du noch Bescheid, ne? Ich schwöre, ist auch die neue Language-Art. Mohammed, Ahmed, Schach, Mahmed und was weiß ich nicht auch, heißen meine Nachbarn mittlerweile. Den Klaus, Dieter, Hermann, keine Ahnung, gibt die noch, weiß ich nicht. Dieser Videoclip ist entstanden im Jahre anno knack 2016. Aus Spaß, ja. Weil man mit dem Jahre 1966 als 10-Jähriger sagte, hey Leute, ich hätte gern dies und das. Vor allen Dingen den sogenannten Datenhighway. Oh Mann, das fällt mir heute wirklich ein. Es ist wirklich lang ist her. Und eins möchte ich klarstellen, die Y-Generation, wir waren die Yuppies. Uns nannte man Yuppies, wir hatten Anzug an, wir haben studiert. Und haben dann vieles von uns gegeben, was heute halt auch um uns mittlerweile die Politiker auch von sich geben, nämlich nichts, gar nichts. Wollen wir, dass unsere Nachbarn nur noch Mohammed heißen? Das müsst ihr entscheiden. Die Y-Generation hat sich entschieden, nur noch mit dem Laptop, Desktop, Handy, Smartphone, also mit der Elektronik. Viele von denen leben elektronisch. Viele von denen sind YouTuber. YouTuber. Ja, die machen Schotter mit. Ja, mit was eigentlich? Ja, mit dummen Sprüchen. Oder man schnallt sich ein Baby vorm Bauch, spielt das Lied Oh ihr Englein und das Baby schläft ein. Und schon hat man 50 Millionen Klicks. Geil, ne? Das sind mal eben lockere 500.000 Euro verdient oder Dollars, je nachdem. Könnt ihr ja ausrechnen, wie ihr es wollt. Ein Klick, ein Cent. Ja, und was kriege ich jetzt hier? 7 Klicks? Das ist ein 4 Cent oder was? Ihr gönnt mir also 4 Cent, das finde ich aber super toll. Ja, genial. Bei Maybrit Illner sitzen viele Menschen auf den Stühlen. Und die kriegen dafür 500 bis 800 Euro. Ja, ist so. Nicht nur da, auch bei Lanz, Maischberger, ne? Überall sitzen die. Und bekommen, wenn du feststellst, sind meistens dieselben. Aus der CSU sitzt da jemand. Oder aus der AfD sitzt da jemand. Die Linke, die Rechte.
Ja, die Rechten ja leider nicht. Ne? Man rechnet ja die AfD zu den Rechten. Ne? Ist ja ein Rechtsstaat. Also alle, die Recht haben, sind dann rechts, oder wie? Ne? Und die kein Recht haben, sind links, oder wie? Naja, ist egal, ich schweife aus. Also meine lieben Freunde, wir leben in einem Zeitalter der Yps-Generation. Und Yps, das Wort You, auch bei YouTube, ist also Y. Die Y-Generation, die sich weltweit austauscht mit Videoclips und dadurch reich werden. Ja. Wir Alten, wir richtig Alten und vor allen Dingen die alten Künstler aller Couleur, aller Sparten fragen sich, warum haben wir studiert? Warum eigentlich? Lohnt sich überhaupt noch Studium? Lohnt sich überhaupt noch Schule? Mach eine Kamera an? Mach irgendeinen Blödsinn. Wenn du eine Frau bist, zeig, du weißt schon, nackte Haut oder rubbel dir ein und schon habt ihr Einschaltquoten. Ja, und dann schreibt ihr oben drüber, my dirty hobby. Ja? My dirty hobby. Ja, ich weiß nicht, ob das die neue Generation werden soll. Also Frauen auf dem Kanapee regeln sich, my dirty hobby, und machen Schotter damit. Männer, keine Ahnung, Auslaufmodell, Männer sind ja böse. Ne? Jetzt kommt der muslimische Islam, außer Mann, der die Frauen da mit Steine oder Verprügel antatscht und so weiter in Köln, hier als Gast. Gäste tun sowas nicht, aber egal. Und man darf nicht sagen, dass sie einwandern. Man darf nicht sagen, nein, sind ja alles Arme, sind ja alles Rennen, wow, sind ja alles dramatisiert. Ja, das Dramatisierte. Boah, die sind sowas von dramatisiert. Ich frage euch jetzt zum Schluss. Wenn du bist in Not, gehst du dann von Haus zu Haus? Dann siehst du eine Villa, springst du rein. Hier will ich meine Not geholfen sehen. Oder springst du wirklich in der Not? In der Not. Also richtige Not. Ans Telefon kommt ein Notarzt. Versteht ihr? Nein, nein, kein Notarzt, um Gottes Willen, ein Afrikaner. Weil in Afrika scheint die Sonne, da will ich hin. Da gibt es wilde Tiere. Ja, da, versteht ihr? Also ich gehe durch den halben Kontinent. Ich laufe durch den halben Kontinent. Ich reise durch den halben Kontinent, um meine Not zu lindern. Also irgendwas stimmt nicht. Ja? Ich bin, sagen wir mal, in Syrien fallen Bomben. Und dann renne ich nach Deutschland. Gib 30.000, 10.000, 5.000 aus für einen Schlepper, der mich über die Ägäis, übers Meer in einem Schlauchboot an die Küste schwemmt, ja, und dann in einen Zug setzt und mich in Deutschland abliefert. Da frage ich euch wirklich, bin ich dann wirklich in Not? Also wenn ich jetzt in Not wäre, würde ich ins Auto springen, in die Niederlande und darum Asyl bitten. Aber hier ist Kadames, aber ich fahre nicht bis Afrika, weil da die Sonne scheint. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also irgendwas stimmt überhaupt nicht zwischen 15 und 35 von heute. Wir damals zwischen 15 und 35 waren besser drauf. Und das wette ich mit euch. Wir waren besser drauf. Denn das, was ihr jetzt im Jahre 2016 zwischen 15 und 35 habt, habt ihr von uns 1966 zwischen 15 und 35 schon mal drüber nachgedacht?